Ja, willkommen zurück bei Tears of the Kingdom. In der letzten Folge hat es uns ja hier aufs vergessene Plateau verschlagen. Und da sollen wir jetzt Augen finden und jeweils in ein Loch schmeißen und an irgendeiner Statue festmachen. Sehen, ob wir den Text hier nochmal kriegen. Als Einführung. Das müsste ich im Tagebuch nochmal gucken. Vier Abgründe auf diesem Plateau, zu denen ich dich führte. Lass meine Augen, die du dort vorfindest, in die Abgründe fallen, auf dass sie mich erreichen in der Tiefe unter diesem Tempel. Unterm Tempel müssen wir hin. Vorher müssen wir Augen reinschmeißen. Dann gucken wir mal. Okay. Ich hätte es aber gern noch Tag gemacht. Ich könnte jetzt hier ein Lagerfeuer anmachen. Aber ich nehme erstmal. Achso, das sind gar keine Pilze, das sind Schüsseln, aber. Sehen, wenn wir die Töpfe nehmen und schmeißen. Ob was drin ist. Leer? Noch ein Versuch. Auch nix. Aha. Ja, gucken wir, ob wir da hochkommen mit dem Deckensprung. Ha. Sehen, was da ist. Nix. Da haben wir erst den König Rohan getroffen. Breath of the Wild. Aber wahrscheinlich können wir hier aufs Dach und vielleicht ist da ein Krog. Oder? Sieht man hier noch was, was ich übersehen habe? Oder mal hier einen Deckensprung als nächstes machen. Beziehungsweise nochmal hier gucken. Ah. Oh, du hast mich gefunden. Jawohl, hab ich gemacht. Tschüss. So, und jetzt? Gucken wir hier mal. Umschauen. Dachgebälk. Nee, das ist. Eigentlich wollte ich hier durchgehen. So. Geht ja noch ein Stück hoch. Hier hat man Rohan gefunden und. Ich weiß gar nicht mehr, was in der Kiste war. Aber hier sind wir dann aufgebrochen in Richtung Zwillingsberge in Breath of the Wild. Mal sehen, was diesmal hier in der Kiste ist. Jupp. Nostalgiestoff. Robuster Stoff mit dem Design, das Nostalgie aufkommen lässt. Er scheint gut zur Anfertigung eines Parasegels geeignet zu sein. Wahrscheinlich sieht der Parasegel dann aus wie in Breath of the Wild. Könnte ich mir denken. Nostalgiestoff. Cool, wir sind ja immer so nostalgisch. So, gucken wir hier nochmal ein bisschen. Gedacht, dass ich vielleicht irgendwo ein Lagerfeuer finde. Wo wir... Da ist ein Abgrund, ne? Aber es scheinen nur Lampen zu sein. Und wir hatten dann natürlich einen sehr schönen Überblick. Da ist so ein Abgrund, da ist ein Abgrund, da glaube ich auch. Also vier Abgründe, jeweils ein Auge und was reinschmeißen. Gucken wir aber hier nochmal, bevor wir das in Angriff nehmen, gehen wir hier auch nochmal einen Deckensprung. Nee, da gibt es keinen Platz zum Hinstellen, wie es aussieht. Kann ich hier noch irgendwo hintreten? Nee. Also auf dem Turm oben kommt man nie rauf. Oh, es wird hell. Es wird hell. Na, wunderbar. Uah. Bin ich leider... Habe ich einen Fehltritt getan.
Da läuft doch jemand. So ein Bockblind-Boss. Ach, die werden auch immer mächtiger. Und da ist der grüne Drache. Da könnten wir jetzt wieder nach oben, aber wir wollen ja erstmal wirklich eins machen hier. Nicht immer uns ablenken lassen von dem nächsten Auftrag, bevor der aktuelle noch nicht mal angefangen bzw. abgeschlossen ist. Jetzt gehen wir mal ins Menü und gucken nochmal. Ruf aus der Tiefe. Von der Statue geleitet, die du an den Toren des Schlosses auf dem vergessenen Plateau gefunden hattest, hast du dich zum Ruin des Tempels zur Zeit zu begeben. Du sollst die Augen, die sich bei den vier Abgründen befinden, in die Abgründe werfen und sie dann zum Ursprung einer Stimme tief unter den Ruinen bringen. Wem gehört diese Stimme? So, jetzt haben wir hier gleich mal, jetzt gucken wir auf der Karte natürlich. Karte. Welcher am nächsten ist? Der, den wir geradeaus. Wir müssten genau, da vorne müsste einer sein. Ne? Gucken wir nochmal, ob hier irgendwas Interessantes. Das ist ein Leuchtpilz. Oh, da ist gerade ein Stein runtergefallen. Nee, ein Schleichling. Ein Schleichling. Hier waren Wächter. In Breath of the Wild. Jede Menge. Aber unbewegliche. Stationäre Geschütze sozusagen. So. Wo ist jetzt der Abgrund? Da ist der Abgrund. Aber bevor wir in den Abgrund springen, hier muss natürlich ein Auge sein. Auge. Da sind sie im Felsen, bestimmt hinter den Felsen. Ostabgrund am vergessenen Plateau, den haben wir jetzt entdeckt. Und wir haben auch schon das richtige Werkzeug. Fehlt. Das hier ist das Auge. Ach Mensch. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich wollte mich jetzt eigentlich nicht mit den Dingern hier befassen. Ich wollte jetzt das Auge nehmen und da reinschmeißen. Und dann hinterher springen. Hui. So, dann mal gucken. Ich sehe überhaupt nichts. Ich weiß auch nicht, wie hoch ich bin. Da ist das Auge und hier sind ein Haufen Irrlichter. Okay, die sind alle auseinandergefallen. Bevor ich das hier mache, ist es eigentlich noch Nacht? Nee. Die gibt es wahrscheinlich hier auch nur, weil... Ja, ich mache erstmal Licht. Nee, ich werfe nicht mit Holz, ich werfe mit so einem Ding. So. Hier ist das Auge. Jetzt steht da wieder einer. Was ist denn das? Lass uns mal näher anschauen. Das ist ein Schatten. Eine Reiselanze hat er gehabt.
kann ich aber nicht nehmen. Jetzt gucke ich mal, was ich jetzt für einen Schulz hier drin habe eigentlich in meinem Inventar. Und dann schmeißen wir mal was weg. Beziehungsweise mit dem könnte man was machen, aber der lange Stock, den schmeißen wir jetzt mal weg und nehmen lieber die Reiselanze. Können wir dann was draus machen. Jetzt ist auch dieser Typ weg. So, und wo sollen wir das jetzt hinbringen? Aktuelle Position. Stimmt hier ins Zentrum oder was? Verlassene Zentralmine. So. Ich bin wo? Hier. Dort ist eine Lore. Wir fahren mal mit der Lore. Mal sehen. Müsste irgendwo auch. Wir haben ja noch ausgewählt, ne? Unser Ziel sozusagen. Wenn ich hochgehe. Ja. Jetzt müssen wir hier irgendwo eine Statue. Die muss genau unter. Weil die unter dem. Hier ist der Tempel der Zeit. Genau. Und wenn wir jetzt runtergehen. Also hier irgendwo. Das ist alles Tempel der Zeit, also müssen wir auf jeden Fall dahin. Dann gucken wir mal, wo die Schienen hier hinführen. Also müssen wir nach Süden gehen. Natürlich aber mit dem Auge. Also erst mal schnappen. Ja, liegt noch ein bisschen Zeug. Nehmen wir das Auge und gehen nach Süden. Jetzt gucken wir mal, was hier alles ist. Ah, da ist eine Lore, da sind Teile. Da können wir uns sicher was draus basteln. Was ist das hier eigentlich? Sind keine Raketen, oder? Räder sind auf jeden Fall da. Was passiert, wenn ich das anschalte? Nix. Aber für irgendwas ist bestimmt gut. Hier sind Ventilatoren, Steuereinheiten. Das könnten Scheinwerfer sein. Das ist ein Schlitten. Wir stellen jetzt erstmal die Lore hier drauf, machen Ventilator fest und dann fahren wir mit unserem Auge mal ein Stück. Ne? So. Na, das ist doch wieder heute spannend. Zack. So. Das Auge. Das machen wir mal vorne dran fest, weil es vielleicht cool aussieht. Einfach weil wir es können. Das muss er sich nicht merken, was ich hier baue. So, waren es die Ventilatoren da oben? Einer reicht uns ja. Eigentlich ist es hier ja hell. Den da oben haben wir auch noch nicht geplündert, mal sehen. Was hat denn der? Soldatenschwert. 12er Soldatenschwert. Eigentlich auch nicht schlecht. Die Waffentasche ist voll. Gefällt mir eigentlich das 12er Soldatenschwert. Nehmen wir dafür weg. Einen von den Knochenhänden tun wir jetzt weg.
Sah es aus wie der Umriss vom Holm. Ne? So. Und jetzt wählen wir noch eine andere Waffe, die nicht unsere coolste ist. Damit wir die nicht sinnlos. Ui. Ach, die eine Batterie ist noch gar nicht voll. Die kann man bestimmt noch updaten. Das war ja was. So. Und jetzt müssen wir hier irgendwo eine Statue finden. Ist das die hier? Nee, die Augen braucht. Und das war mit runter. Das Auge. So. Also ich nehme mal an, ich muss hier runter. Na, hier gibt es mehrere Richtungen. Da kommt wahrscheinlich aus jedem Loch. Ach, da ist doch auch... Ah. Das ist doch eine Riesenstatue. Da sind vier Löcher für Augen. Darf ich jetzt da reinkleben? Hm. Wo ist welches? Kommt wohin? Na gut, Nummer 1. Oh, du hast mir ein Auge zurückgebracht. Ich führte dich zu den Abgründen auf dem Plateau. Bringe alle übrigen Augen zu mir, die du dort findest. Das ist nur die Frage, wie komme ich da wieder hoch? Gibt es hier einen Fahrstuhl? Mal Deckensprung? Also wahrscheinlich nicht gehen. Nee. Zur Oberfläche kommen, sondern nur bis aufs Dach vom Tempel höchstens. Oh, nicht mal das. Hallo ihr. Komme ich am schnellsten an die Oberfläche? Karte? Gibt es hier noch Nähe? Wir haben leider noch keinen Schrein hier oben irgendwie gefunden. Da ist ein Turm, den könnten wir uns nochmal hinschießen lassen. Wenn das das nächste wäre. Und hier oben haben wir auch noch nichts. Lass uns mal zu dem Turm schießen. Teleportieren und lass uns dann wieder aufs Plateau schießen. So, und da war ja in der Nähe ein Schrein, ne? Also beim Plateau, den müssen wir nochmal aktivieren, beziehungsweise erstmal suchen. So, da müssen wir hin. Zwischen landen. Hat nicht geklappt. Wir landen dort zwischen. So.
haben wir wahrscheinlich schon geplündert. So, da ist Norden, wir müssen nach Süden, also würde das die richtige Richtung sein. Dann machen wir hier Raketen fest. Also erstmal eine. Ja, die andere legen wir vielleicht mal drauf. Vielleicht können wir die ja schon festmachen, wenn die erste ausgebrannt ist. Ausprobieren. Nee, die erste ist einfach dann nur weggeflogen. Hat aber trotzdem geklappt. Ja, bestimmt auch schon. So, jetzt gucken wir mal, wie weit es noch bis zum Plateau ist. Wir sind sogar schon über dem Plateau. Können wir jetzt eigentlich runter, müssen wir keinen Firlefanz hier veranstalten mit Kleidern und was auch immer. Dann höchstens mal gucken, ob hier noch irgendwo was hängt. Ich könnte auch mal was essen, ne? Aber nee, wenn da unten ein Schrein ist, dann wäre das Verschwendung. Also müsste ich jetzt wahrscheinlich wieder ein kleines Stück nach Norden, weil der Schreinsensor hat geblinkt, als wir am Ausgang waren. Genau, er blinkt, ne? In der Nähe tiefer. Der Richtung tiefer. Ich will zu meinem... Nein, jetzt nicht. Ist auch mal gut. Also da ist schon mal wieder ein Auge. Das bergen wir erstmal. Jetzt würde ich ja trotzdem erstmal gucken, ob ich hier irgendwo... Damit wir nicht jedes Mal die Runde fliegen müssen. Muss doch nur hier in der Nähe einen Schrein geben. Ich glaube, ich habe vorm Eingang einen gesehen, zumindest. Ich weiß halt nicht, ob es hier einen gab. Gehen mal nach oben. Müsste ja zumindest jetzt leuchten. Was das da hinten ist? Das ist ein Turm, aber irgendwas sieht merkwürdig aus. Da ist ein Schrein, aber der ist viel zu weit. Da können wir auch uns nach oben schießen lassen. Ich guck mal kurz runter. Fliegen wir eine Runde. Hier irgendwo. Leider ist der sehr ungenau, der Sensor. Gehen wir mal auf diesen Berg, wenn wir da bei diesem Wetter hochkommen. Ich sehe nichts. Wo soll ich hin? Dorthin. Ah ja. Also ich sehe hier erstmal leider keinen Schrein. Was denn? Achso, eine Höhle. Wenn hier eine Höhle wäre, ist da vielleicht unter Höhle, ne?
Er muss dort sein. Geradeaus. Naja, muss man halt den sauren Apfel beißen, ne? Ja, tschüss. So, dann gehen wir wieder rein. Das Auge haben wir ja gerade gefunden. Muss ich nur wissen, wo das war, wo wir das Wasser abgelassen haben. Ne? Was ist das? Verrostete Hellebarde. Prinzessinnen-Enzian, was der hier macht. Na, wenn hier ein Schrein wäre. Hier zeigt er zwar an, dass einer sein müsste, aber... Nicht in der Richtung, sondern in der Richtung. Hier dahinter. Hinter dieser Wand. Jetzt wird es schwächer. Also es müsste direkt hier... hier sein. Der will zu seinem Freund. Ich weiß schon, wo ist denn hier der Abgrund übrigens? Da vorne, ne? Komische Zeug drum rumfliegen, nicht dass ich dann wieder Herzen verliere. Vielleicht finden wir ja hier, um mal runter zu gehen. So, Nordabgrund. Ausrüsten, wenn unten wieder Böse auf uns warten. Das gibt's doch nicht. Ich kann doch hier nicht. Weil ich mit der Wand in Berührung gekommen bin, bin ich gestorben. Und hier hat er es gespeichert. Das ist ja dämlich. Auge jetzt wieder im Wasser, jawohl. Vielleicht kriege ich es von hier. So. So müsste es gehen.
Hoffe ich. Da kann man sich wieder was bauen. Jetzt gucken wir uns wieder die Karte an. Also, wir müssen... Oh, jetzt sind wir ein ganzes Stück entfernt. Und hier ist auch keine Schiene. Da bin ich gestorben. Hier ist nur die Wurzel. Wir nehmen es erstmal mit, das Auge, und legen es mal hier hin. Ja, hier sind einige Bauteile. Vielleicht kann ich mir hier ein Auto zusammen bauen. Es gibt Räder, Raketen. Also es gibt schon mal vier Räder. Kann ich hier aus meinen Bauplänen mit dem... Baupläne. Flugzeug. Hatte ich nicht auch ein Auto? Oje. Dass der ja alles gespeichert hat. Keine weiteren Daten. Ach, das mit dem Auto hat er sich nicht gemerkt. Naja, dann müssen wir es halt händisch zusammenbauen, ne? Weil ich will jetzt nicht den ganzen Weg laufen. Komm schon. Du gehst erstmal zur Seite. Du wirst unser Auto. Du wirst unser erstes Rad. Bauplan gehabt hätte, wäre es einfacher gewesen. So. Da lang zeigt der Pfeil. Gut. Und jetzt noch zwei. Eins. Richtig. So, und das letzte. Dann können wir es ja vielleicht speichern, wenn wir das Auto ganz haben. Und nochmal gucken, wie es uns mit dem Strom aussieht. So, jetzt brauchen wir noch das Lenkrad, ne? So. Ist natürlich ein bisschen groß geworden, ne, das Auto. Oh, was soll's? Oh, du kriegst einen Scheinwerfer oben drauf. Also das Ding. Den Scheinwerfer. So, jetzt sammeln wir noch die Dinger hier ein. So.
Auf geht's. Ah, das Ding ist falsch rum. So, und jetzt versuchen wir mal, ob man das irgendwie auch speichern kann. Verlauf zu Favoriten mit Y. Bestätigen mit A. Na gut, das ist komischer. Müssen wir erstmal das Ding nochmal runternehmen, weil wenn wir das speichern, so ein Auge haben wir ja nicht 20 Mal. Das finden wir dann wahrscheinlich nicht wieder. So. Erstmal das mit wegnehmen. So. Jetzt nochmal. Aus Favoriten. So, wenn ich das ohne Auge. Mist, jetzt habe ich Sonanium verbraucht wegen dem Mist. Na egal. Hä? Hat er. Was hat er jetzt? Das ist ja gar nicht das Auge. Ach, das Auge hat er wahrscheinlich nicht gehabt und deswegen hat's Geld gekostet. So. Ach, das kann ich jetzt leider nicht speichern. Warum nicht eigentlich? Kann man da noch auf irgendwas Sinnloses dran machen? Ich sehe nichts. Aber noch so ein Scheinwerfer, dass es wenigstens symmetrisch wird. Nö, na gut. Jetzt speichern wir es in den Favoriten. So. Ach! Das ist ja blöd. Jetzt machen wir das Auge dran fest und dann geht's aber wirklich los hier. So, wo müssen wir hin? Wahrscheinlich da lang, oder? Nochmal auf der Karte gucken. Nach Süden, ja. Na, wir versuchen es mal. Wo ist auf der Karte Süden? Dort ist Norden, also dann hinüber zu. Kann ich durch das Zeug fahren? Ja. Oh, gleich der Strom alle. Mal kurz warten.
Und die Frau, wo es da reinging, ne, da ging es irgendwo seitlich. War irgendwo hier. Letzte Position, genau. Na, wir fahren schon geradeaus. So, jetzt. Nicht fallen jetzt nicht sonst wohin. Ist ganz schön Arbeit, den die vier Augen zu bringen. Na, jetzt wissen wir, dass wir uns nicht mit der Suche nach dem Schrein aufhalten, sondern gehen halt einfach dann zum nächsten. Ich glaube, so geht er ein bisschen schneller, als wenn er das in im Fangstrahl hat, würde ich mal nennen. Zwei Augen zurückgewehrt. Ja, springt die übrigen, wenn es nur einfach hier hoch käme, ne? Aber war nicht eigentlich. Wartet mal. Gehen wir mal auf die Karte. Genau, war richtig. Hier ist doch so eine Wurzel. Und oberhalb Totenfluss. Ich glaube nämlich, dass die Wurzeln immer da sind, genau, wo Schreine sind. Dass das praktisch die Wurzeln vom Schrein sind. Und wenn wir hier eine Wurzel haben, oder da eine Wurzel, dann muss hier ein Schrein sein. Na, das ist der, wo unser Sensor angesprungen ist, aber das ist ja mitten im, weiß ich nicht, wie man den sichtbar macht. Wo wäre denn noch einer? Hier. Da machen wir mal einen Stempel drin. Können wir mal gucken. So, jetzt wieder hoch. In dem Turm. Interessantes.
schließen wir mal so beide fest. Einmal. Einmal. Auf geht's. Boom. So. So, hier bin ich. Wenn ich jetzt zum Untergrund gehe. Einfach mal noch ein bisschen nach Süden. So, Karte. Hast du dein Schneedingrich noch? Ja, Kälteschutz ist noch da. Oh nein. So. Wo ist mein Stempel? Der ist da drüben. Den. Hier hochgekommen? Folgt er mich immer noch? Nee. So. In der Nähe, tiefer. Die sind alle tiefer. Wo sind denn die? Vergraben oder was? Unter Wasser? Sehe aber ja nix. Hinterm Wasserfall vielleicht. Ist hier eine Höhle? Soll ja tiefer sein. So. Was ist denn das da an der Wand? So, jetzt bin ich hinterm Wasserfall in der Höhle. Muss in dieser Richtung sein. Totenfluss, Wasserfall, Höhle.
Jetzt springt der Sensor aber nicht mehr an. Da ist er. Wie komme ich an dem Ding vorbei? Müssen wir wahrscheinlich doch mit einer Bombe ablenken. Naja, machen wir es nicht mal mit Bomben, wir versuchen ihn mal anzukugeln. Vielleicht solange er brennt, können wir drunter wegflitzen. Oder wir machen so ein. Ja. Ach ja, wo ist das Zeug? Sortieren, Y. So. Ja, jetzt haben wir einen Schrein hier gefunden. Da ist vielleicht auch noch eine andere Höhle dort, wo wir erst waren. Sehen, was sie hier von einem wollen. Oh. Feuer und Wasser. Aha. So. Hier ist schon mal ein Block. Und den können wir mit dem interagieren? Ja, man kann den mitnehmen. Ne. So. Das liegt nur im Wasser. So, solange die im Wasser sind, wird alles unter Strom gesetzt, was im Wasser ist. Und sobald wir da reingesprungen wären, hätte es uns erwischt. Wieder so ein Eiswürfelspender. Ah, hier haben wir einen festen Block. So, haben wir schon mal einen Eiswürfel. Schon mal weg. So kämen wir dann da raus, okay. Und hier? Da kommt immer was aus Holz raus und das. Hier können wir ja den Eiswürfel oder einen anderen Block drauf machen. Was ist denn, wenn ich hier den Eiswürfel drauf mache? Ja. Na gut.
hier was im Wasser? Nö, nur eine Menge Wasser. So, jetzt haben wir eine Holzkiste. So, da hat man sowas gesehen. Komme ich nicht hoch? Kann ich den Eiswürfel hochkrabbeln? Ja. Noch ein massiver Sonaniumschild. Oh ja, da kommt der hier wieder weg. Weil die massiven scheinen ja schon was wert zu sein. So. Also, Holzkiste. Nützt uns die jetzt was? Dann nehmen wir jetzt einfach den Block wieder. Und stellen den da drauf. So. Das ist wahrscheinlich nur eine Lampe. So. Und jetzt nehmen wir die Holzkiste. Und tun die. Und die eigentlich da oben hin. Wenn ich die hier hinstelle, kann ich dann da durchspringen. Ja, kann ich. Das nützt mir bloß nichts. Also. So. Nee. So. Nee. Obwohl. Sehen, ob das reicht. Noch einen Eiswürfel drauf machen müssen. Noch einen Eiswürfel drauf machen. Mist, die Holzkiste ist kaputt gegangen. Hm.
natürlich auch die Platten hier mit den Platten was bauen können. Was ist aus meinem Eiswürfel geworden? Ist der hier reingefallen? Ja, der ist reingefallen. Und das ist ja auch ein stabiles Ding. So, jetzt aber ja. Kann ja wohl nicht sein. Jawohl, na Mensch. Das war ja was. Und schon sind wir wieder voll. So. Und hier können wir jetzt hoffentlich einen Deckensprung machen. Wo wollte ich dich mal? Achso, warte mal, mach mal ein Foto von dir. Aha, Raubschleim. Ein Monster, das in jüngster Zeit häufig in Höhlen und an anderen dunklen Orten Hyrules erscheint. Es hat eine Vorliebe für Schwerter und Schilde. Wenn du ihm zu nahe kommst, greift es mit weit geöffnetem Mund an, um dich zu verschlucken und deine Ausrüstung zu verspeisen. Die Zunge in der Mitte des Mundes ist sehr sensibel. Triff sie, um den Raubschleim ins Straucheln zu bringen. Ja, du immer nicht. Du bist wahrscheinlich erst raus, wenn ich nah genug ran bin und dann erwischt er mich auch. Naja, Raubschleim. So viel dazu. Wir wollten jetzt einen Deckensprung machen. So kommen wir schon mal aufs Plateau. Ohne jedes Mal uns mit dem Turm hochschießen zu lassen. Und jetzt gucken wir von hier aus hinüber zu, ne? Osten sozusagen. Da ist Norden. Der hier müsste so der nächste sein. Dass der Drache da in den Dings verschwindet.
Da ist auch noch ein Schrein, aber der ist sehr weit weg. Nee, das war gerade in der Gegenrichtung, müsste auch noch eine Höhle. Da irgendwo müsste ein Abgrund sein. So, und jetzt direkt unter uns. Ah ja. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob wir da ein Auge finden. Südabgrund am vergessenen Plateau. Vielleicht der Stein drauf gefallen. Ha, genau. Ah, lass mal erstmal eine Weile hochfliegen, damit wir genug Zeit haben. So. Bis der wieder runterkommt. Legen wir das mal hierher. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir an dieser Stelle weiter. Heute haben wir wieder einiges geleistet. Zwei Augen haben wir schon befestigt, zwei geht es noch festzumachen. Und das schaffe ich nur in der Folge heute eh nicht mehr. Deswegen machen wir da in der nächsten Folge weiter. Kann ja sein, dass es ganz schnell geht, aber vielleicht ja auch nicht. Die Hütte müssen wir auch noch untersuchen. Das war, glaube ich, die Hütte des alten Mannes, wenn ich das noch richtig weiß. Na gut, aber jetzt haben wir ja zumindest einen Schrein hier, wo wir relativ zügig hierher kommen. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt nichts aus Metall ausgerüstet. Nö. Ich sag tschüss für heute, macht's gut, bis dann. Euer Astronier und wir sehen, was passiert, wenn wir dem alle vier Augen eingepflanzt haben. Macht's gut.